Friedensreich Christi und Vollendung der Schöpfung. Lobgesang und neue Schöpfungsharmonie. Offenbarungen von Jesus Christus von 1884 bis 1950. Die Vollendung der Schöpfung. Ich bereite das Tal vor, in dem ich alle meine Kinder für das große, universelle Gericht versammeln werde. Ich werde mit Vollkommenheit richten. Meine Liebe und Barmherzigkeit werden die Menschheit umfangen. Und an diesem Tage werdet ihr Erlösung und Heilung von all euren Übeln finden. Wenn ihr heute eure Verfehlungen sühnt, so lasst euren Geist sich läutern. Auf diese Weise werdet ihr vorbereitet sein, um von mir das Erbe zu empfangen, das ich für jeden von euch vorgesehen habe. Meine Liebe wird alle Menschen und alle Welten zu einer Einheit verschmelzen. Vor mir werden die Unterschiede der Rassen, Sprachen und Stämme verschwinden. Selbst die Unterschiede, die in der geistigen Entwicklung bestehen. Mein Geist hat sich auf jedes Geistwesen herabgesenkt, und meine Engel sind überall im Universum und erfüllen meine Befehle, alles in Ordnung und auf die rechte Bahn zu bringen. Wenn dann alle ihre Mission erfüllt haben, wird die Unwissenheit verschwunden sein. Das Böse wird nicht mehr existieren und nur das Gute wird auf diesem Planeten regieren. Alle Welten, auf denen sich meine Kinder vervollkommnen, sind wie ein unendlich großer Garten. Heute seid ihr noch zarte Schößlinge, aber ich verspreche euch, dass euch das kristallklare Wasser meiner Unterweisungen nicht fehlen wird. Und ihr durch deren Bewässerung immer mehr an Weisheit und Liebe zunehmen werdet. Bis eines Tages in der Ewigkeit, wenn die Bäume vollreife Früchte im Überfluss tragen, der göttliche Gärtner sich an seinem Werk erquicken kann, indem er die Früchte seiner eigenen Liebe kostet. Ich will, dass am Ende des Kampfes, wenn alle meine Kinder für ewig in der geistigen Heimat vereint sind, sie an meinem unendlichen Glück als Schöpfer teilhaben, als Anerkennung dafür, dass jeder von euch aufbauend oder wiederherstellend am göttlichen Werke teilnahm. Erst als Geistwesen werdet ihr entdecken, dass von allem, was ich seit Anbeginn geschaffen habe, nichts verloren gegangen ist, dass alles in mir wieder aufersteht, alles zum Leben ersteht und sich erneuert. Wenn also so viele Wesen lange Zeit hindurch verirrt waren, wenn viele statt Werke des Lebens zerstörerische Werke vollbrachten, so werden sie feststellen, dass die Zeit ihrer Verirrung nur vorübergeht. Und dass ihre Werke, so schlecht sie auch gewesen sein mögen, im ewigen Leben Wiedergutmachung finden und sie zu Mitarbeitern meines unablässig schöpferischen Werkes verwandelt werden. Was sind schon einige Jahrhunderte der Sünde und Finsternis, wie sie die Menschheit auf der Erde hatte? Wenn ihr sie mit der Ewigkeit vergleicht, mit einer Zeit der Entwicklung und des Friedens ohne Ende. Ihr habt euch aufgrund eurer Willensfreiheit von mir entfernt und werdet durch das Gewissen veranlasst, zu mir zurückkehren. Diese Welt ist nicht ewig, noch braucht sie es zu sein. Wenn diese Heimstatt nicht mehr den Zweck erfüllt, den sie jetzt als Daseinsberechtigung hat, wird sie verschwinden.
Wenn euer Geist nicht mehr die Lektionen benötigt, die dies Leben erteilt, weil er auf einer anderen Welt andere, höhere erwartet, dann wird er aufgrund des in diesem Lebenskampf gewonnenen Erkenntnislichtes sagen: Mit welcher Klarheit begreife ich jetzt, dass alle Missgeschicke dieses Lebens nur Erfahrungen und Lektionen waren, die ich nötig hatte, um besser zu verstehen? Wie lang erschien mir jenes Tagewerk, als die Leiden mich niederdrückten? Jetzt hingegen, da alles vorüber ist, wie kurz und flüchtig erscheint es mir angesichts der Ewigkeit. Ich habe den Tribut der ganzen Schöpfung erhalten, von den größten Sternen bis zu den für euren Blick kaum wahrnehmbaren Wesen. Alles ist der Entwicklung unterworfen. Alles geht seinen Gang. Alles schreitet voran. Alles wandelt sich, entwickelt sich höher und vervollkommnet sich. Wenn es dann den Gipfel der Vollkommenheit erreicht hat, wird mein geistiges Lächeln wie eine unendliche Morgenröte im ganzen Universum sein, aus dem jeder Makel, alles Elend, Leid und jede Unvollkommenheit verschwunden sein wird. Der Lobgesang der wiederhergestellten Schöpfungsharmonie. In meinem Geiste existiert ein Lobgesang, dessen Töne noch niemand vernommen hat. Niemand kennt ihn. Weder im Himmel noch auf Erden. Jener Gesang wird im ganzen Universum vernommen werden, wenn der Schmerz, das Elend, die Finsternis und die Sünde ausgelöscht sind. Jene göttlichen Töne werden in allen Geistwesen Widerhall finden. Und der Vater und die Kinder werden sich in diesem Chor der Harmonie und Seligkeit vereinen. Ich will mich in euch als Sieger erheben, will, dass ihr euren Vater als König der Heerscharen betrachtet, der das Böse in euch besiegt, und euch selbst als Soldaten voll geistiger Ehrenhaftigkeit, voll Zufriedenheit und Seelenfrieden. Dann wird man den Hymnus der universellen Harmonie beim Größten der Siege wahrnehmen, jenem Triumph, der kommen wird, bei dem jedoch weder euer Vater noch ihr selbst bekümmert sein werdet, durch eure Liebe Besiegte zu haben. Unsere Besiegten werden nicht die Geistwesen sein. Es wird das Böse sein, alle Dunkelheiten, Sünden und Unvollkommenheiten. Der Triumph des Vaters wird in der Errettung aller zurückgebliebenen Geistwesen bestehen, die in der Finsternis und im Bösen verwurzelt waren. Ihr befindet euch in einem Irrtum, wenn ihr glaubt, dass jemand verloren gehen wird. Ich wäre nicht mehr Gott, wenn ein einziger Geist keine Erlösung finden würde. All jene, die ihr Dämonen nennt, sind gleichfalls Geistwesen, die aus Gott hervorgegangen sind. Und wenn sie heute noch verirrt sind, so werden auch sie Erlösung finden. Wann wird das wahre Licht in ihnen sein? Dann, wenn ihr zusammen mit den geistigen Heerscharen des Lichtes ihre Unwissenheit und ihre Sünde mit eurem Gebet und euren Werken der Liebe und Barmherzigkeit bekämpft. Eures Vaters und euer vollkommenes Glück wird der große Tag des Herrn sein. Das universelle Festmahl wird stattfinden,
wenn ihr euch einst alle an seinem Tisch vom Brot des ewigen Lebens nährt. Habe ich euch nicht gesagt, dass ihr die Erben meiner Herrlichkeit seid? Also fehlt nur, dass ihr Verdienste erwerbt, damit sie euer ist und ihr sie genießt. Alles, was ich geschaffen habe, ist nicht für mich gewesen, sondern für meine Kinder. Ich will nur eure Freude, eure ewige Seligkeit. Alle Kraft, welche die Wesen belebte und den Organismen Leben gab, wird sich wieder zu mir wenden. Alles Licht, das die Welten erhellte, wird zu mir zurückkehren. Und alle Schönheit, welche über die Reiche der Schöpfung ausgegossen war, wird wieder im Geiste des Vaters sein. Und sobald wieder in mir, wird sich jenes Leben in geistige Essenz verwandeln, welche über alle geistigen Wesen ausgegossen werden. Auf die Kinder des Herrn. Denn ich werde euch von den Gaben, die ich euch geschenkt habe, niemals enterben. Weisheit, ewiges Leben, Harmonie, unendliche Schönheit, Güte, all dies und mehr wird in den Kindern des Herrn sein, wenn sie mit ihm den Ort der Vollkommenheit bewohnen.